Eins, zwei, drei. A. B. C. D. E. 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 F. G. C. D. Drei, zwei, eins. Ja, hallo. Hallo, liebe Triabis. Heute was ganz Besonderes. Wir alle lernen zusammen Zahlen. Zwei. Und das Alphabet. Ich als YouTube-Star möchte auch meinem Bildungsauftrag nachkommen und hier ein bisschen Wissen vermitteln. Nicht nur schlechte Witze und mittelmäßige Leistungen. Auch die Bildung sollte hier nicht zu kurz kommen. Deswegen fangen wir heute an mit drei Buchstaben. Dem F, dem T und dem P. Und ich habe mir da überlegt, eine kleine Eselsbrücke hier als kleine Lernhilfe mit einzubauen. Und zwar gibt es da einen sogenannten FTP-Test. Und damit wir uns gemeinsam diese drei Buchstaben F, T, P am besten gemeinsam merken können, habe ich diesen FTP-Test absolviert. Ich muss nochmal schnell spicken, was hier dieses FTP eigentlich, also was jetzt, wer das eigentlich ist, was hat er gemacht? Doch eine Aktie, die FTP heißt. Okay, aha. Functional Threshold Power. Was soll das heißen? Keine Ahnung. Aber bei dem Test geht es quasi darum, eine Leistungsschwelle zu ermitteln. Guckt euch das einfach bei Leuten an, die wissen, wovon sie reden. Googelt das mal oder guckt auch hier bei YouTube mal. Gibt es wahrscheinlich 983.000 Videos, die alle mehr Informationen und Wissen verbreiten können über den FTP-Test, als ich das jetzt machen könnte. Wichtig ist nur, ich habe ihn gemacht und habe dafür meine Rolle genutzt, die ich von Ingo bekommen habe. Kann man hier nochmal nachgucken. Habe ich das gemacht hier für Ingo und seinem Channel Enjoy Your Bike. Und da hatte ich auch die Möglichkeit, Zwift, dieses Counter-Strike für Fahrradfahrer zu nutzen. Und da kann man eben diesen FTP-Test absolvieren. Und hinterher sieht man halt erstens, wo stehe ich aktuell mit meinen Leistungen. Zweitens, wie ist meine Leistung in Bezug auf andere. Und drittens, wie muss ich trainieren. Das sind so die drei großen Faktoren, weshalb ich den Test gemacht habe. Vor allem würde ich wirklich einfach mal gucken, wo stehe ich aktuell. Und muss sagen, ich stehe gar nicht mal so gut. Das schon mal vorweg. Jetzt erstmal der Test. So, es ist Ingwerzeit. Und außerdem bin ich in mein Ringer-Outfit geschlüpft. Und mir bleibt noch genau ein Tag kostenloses Probeabo bei Zwift. Deswegen mache ich jetzt den ersten Teil der Low-Budget Leistungsanalyse, Leistungsdiagnostik, und zwar den FTP-Test. Und zwar den kurzen, das sind 45 Minuten. Hier bei Zwift kann man das auswählen. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich glaube, es geht ordentlich los. Bin jetzt auch nicht super ausgeruht, war gestern eigentlich noch schwimmen. Gerade habe ich schon einen Haufen rumgewürcht. Aber es bleibt nur noch ein Tag. Was soll ich machen? Also los jetzt. Das heißt also erstmal die Aufwärmung, leicht losfahren, bisschen mehr, ziemlich dolle, leicht, bisschen mehr, ziemlich dolle. Und jetzt in 5 Minuten beginnt der eigentliche FTP-Test, das heißt ich gebe 20 Minuten alles, was ich über 20 Minuten schaffe.
Also, keine Ahnung, was das bedeutet. Ich hoffe, ich schaffe das relativ gleichmäßig und nicht nach 10 Minuten ein Loch zu fallen oder so. Aber wir werden sehen. Ich bitte um Verständnis, dass ich während dieser Zeit keine Aufnahmen machen kann. Man kann sie meiner Kopffarbe und an den roten Rillen erkennen. Wie gut die Durchblutung hier verlief, und ich habe auch gemerkt, wie es gekribbelt hat hier in den Bereichen. Also man kann schon sagen, ich war am Limit. Den Vortest habe ich nicht ganz gut bestanden, weil ich mich mit den Wattwerten also sehr schwer tue, das irgendwie einzuhalten. 20 Watt so schnell hoch und runter gerutscht, das ist richtig krass. Aber das Ergebnis steht jetzt fest, 254 Watt. Also 254 Watt kann ich also über 20 Minuten halten. Dann hat er mir ausgerechnet, dass meine Schwelle bei 243 oder so liegt. Wobei ich sagen muss, dass ich heute also um 8 gefrühstückt habe. Halb 1 habe ich mit dem FTP-Test begonnen, ohne noch mal was zu essen. Und ich warte schon den ganzen Morgen auf den Beinen. Also ich runde einfach mal großzügig auf... Oder lass die 253 oder 250 mal so ungefähr stehen. So, und jetzt muss ich erstmal ausruhen. Ja, ihr habt also gesehen, ich bin auf der Rolle Fahrrad gefahren und habe ein paar Wattwerte rausbekommen. Und meine Schwellenleistung liegt jetzt bei 241 Watt. Beziehungsweise vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil ich wirklich unvorbereitet da reingegangen bin. Das ist jetzt nicht wenig. Ist aber auch nicht viel, eher so mittelmäßig, wie ich eben bin. So, was fange ich damit an? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe, seitdem ich angefangen habe, intensiv Sport zu machen, immer mit dem Puls trainiert und finde auch nach wie vor, Puls ist eine super Sache. Der schwankt zwar, aber das ist ja irgendwie auch logisch. Und der gibt dir halt einfach an, jeden Tag, okay, heute kannst du richtig ordentlich reinballern, alles rausholen, weil ich fühle mich gut. Oder sagt ihr, Moment, heute ist nicht ganz so viel Luft, machen wir ein bisschen easy. Und ich hatte jetzt oftmals die Situation, dass ich die errechneten Wattwerte, in denen ich dann trainieren muss, dass die dann nicht übereingestimmt haben mit den Pulswerten, in denen ich eigentlich trainieren muss. Damit komme ich gerade noch nicht zurecht, deswegen weiß ich nicht genau, was ich jetzt am besten machen soll. Für hilfreiche Kommentare in den Kommentaren wäre ich dankbar. Soll ich jetzt immer mit der Schwelle fahren, auch wenn mein Puls dann viel zu hoch ist? Oder soll ich weiter nach Puls fahren und die Wattwerte einfach so als Orientierung nehmen? Zumindest kann ich auch jetzt einschätzen, wo ich stehe. Und wenn ich den Test nochmal wiederhole, sehen, wie mein Training anschlägt auf dem Rad. Habe ich mich verbessert? Ist es schlechter geworden? Und so werde ich den Test vermutlich im Januar oder Februar nochmal wiederholen, um dann zu gucken, wie läuft das Training. Ansonsten kann man den FTP-Test natürlich auch ohne Zwift machen. Oder mit einem anderen Programm. So viel erstmal zu den drei Buchstaben, die wir jetzt gelernt haben. FTP. Wer wirklich jetzt noch daran arbeiten will, die sich einzuprägen und denen das vielleicht nicht ganz so leicht fällt, dem kann ich empfehlen, auch so einen FTP-Test zu machen. Ich denke, dann sind die drei Buchstaben erstmal wirklich hinter die Ohren geschrieben, vergisst man nicht wieder und kann auch in der nächsten Klassenarbeit ordentlich punkten. Okay, so viel also der Bildungsauftrag. Jetzt noch eine Ankündigung. Ich habe es geschafft, eine Audienz zu bekommen zwischen Weihnachten und Neujahr bei dem Calisthenics Movement. Es ist unglaublich, dass ich es geschafft habe, da mit denen in ihrem neuen Studio ein bisschen was zu machen. Wer vielleicht jetzt nicht weiß, was Calisthenics ist, ich verlinke mal deren Channel hier oben. Ich trainiere diese Art von Muskelaufbautraining schon seit 2-3 Jahren und finde es absolut genial. Und die beiden Menschen, die das machen, sind also wirklich Größen der Calisthenics-Szene. Und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich mit denen mal ein Video machen kann. Es wird darum gehen, wie kann ich mit Calisthenics
die Muskelgruppen für Triathlon trainieren. Welche Muskelgruppen kann ich wie ansprechen und welche Fehler kann ich machen? Das also alles im nächsten Video. Ich bin schon jetzt aufgeregt, das merkt man wahrscheinlich auch. Deswegen gehe ich jetzt erstmal ein Cliff Bar essen. Wünsche euch wundervolle Weihnachten, Spaß, Geschenke und Buchstabensuppe. In diesem Sinne, au revoir.